So, ja, hallo Johannes. Schön, dass das heute klappt. An einem Sonntag, Interview rund um deinen Hintergrund. Doch bevor wir starten, vielleicht ganz kurz, du bezeichnest dich selbst ja als Value Enhancer. Was vielleicht in ein paar Worten, was steckt genau dahinter? Ja, also erstmal danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir die Zeit dazu finden. Value Enhancer ist tatsächlich etwas Spezielles und es ist natürlich eine Verkürzung. Es ist auch eine Verkürzung, die natürlich im Angelsächsischen funktioniert und wo im Deutschen genau diese Frage auch kommt, was heißt denn das? Also die ausführliche, förmliche deutsche Version ist Kolumnist und Berater für Customer Experience, Organisationsentwicklung, digitale Kultur und Personal Branding. Im Endeffekt hat das ganz, ganz viel dann auch damit zu tun, dass wenn ich mit Unternehmen arbeite, dass ich genau an dieser Komplexität arbeite, die dort dahinter steckt, hinter Begriffen wie Customer Experience im Endeffekt. Und mit Ihnen eben auch an der ganzen Wertschöpfungskette arbeite, um das zum vollen Strahlen zu bringen. Eine Arbeit, die es gibt im Sinne Werte ja das Leitbild, aber ganz stark eben auch an Schnittstellen und Wertschöpfung in diesem Sinne, die ich mache. Lass mich vielleicht an der Stelle mal einhaken. Also das Thema, du hast das ja eben angesprochen, also Kundenorientierung oder Kundenzentrierung, das wird ja sehr, sehr gern und sehr, sehr schnell in den Mund genommen. Also ist ein theoretisch eigentlich recht einfaches und auch nicht wirklich neues Konstrukt. Wo siehst du denn die Gründe da drin? Zum einen, dass das Thema im Moment wieder so einen Hype oder so eine Renaissance erfährt und zum anderen, dass sich Unternehmen da so unglaublich schwer tun, Kundenzentrierung zu etablieren. Ja, es ist ein gewisses Passwort, ja, und es ist, wenn du das dann bei genauerem, also mir geht es immer ums genauere Hinschauen dann auch. Ja, was heißt denn das im Endeffekt so? Ja, weil so die Eigenwahrnehmung von Unternehmen ist auch, also es gab jetzt eine McKinsey-Studie, die ich gestern nur kurz überflogen habe. Ich glaube, 80% der Unternehmen sagen, wir sind customer-centric. So, ja, und da ist eben genau das, ja, was meint ihr denn damit oder was passiert tatsächlich? Und bei genauerem Hinschauen ist es so, dass es oftmals ein Verständnis davon gibt in den Teildisziplinen oder in den Teilen der Organisation, was ein recht eigenes ist, einfach aus ihrem, ja, aus ihrem Hintergrund heraus. Also die IT-Abteilungen haben einen Blickwinkel darauf, im Marketing gibt es einen Blickwinkel darauf und oftmals auch innerhalb der Unterabteilungen, allein im Marketing gibt es einen Blickwinkel darauf. Die Media-Leute haben das, ja, genauso die Social-Leute haben das irgendwie. Und der entscheidende Faktor ist eben, naja, auch da von diesem Verständnis auszusteigen auf ein ganzheitliches Verständnis, was die gesamte Organisation, was die gesamte Wertschöpfungskette so angeht. Nochmal abschließend zu dem, was du gesagt hast, warum das jetzt gerade so aufpoppt, ist natürlich auch, dass im Endeffekt Unternehmen, die sehr stark damit nach außen gehen, die auch eine Strahlkraft haben, wahrgenommen werden. Ja? Wenn du jetzt allein das auf den Be Begriff Marketing, PR, auf diesen Bereich der Wertschöpfung siehst. Ja? Dann haben wir allein da zum Beispiel einen John Legere in den USA, ja, der eine unglaubliche Strahlkraft hat da damit. Ja? Und es gibt in Deutschland auch das Thema Dieter Zetsche, der auf einmal auf LinkedIn schreibt und es sind keine Pressemeldungen, die er schreibt. Ja? Und das wird halt sehr, sehr stark wahrgenommen. Ja, hoppala, das wirkt dann auch. Also auch ich werde angesprochen ganz, ganz, ganz oft. Wie hast denn du das geschafft? Du bist jetzt auf CMO.com. Das möchte ich auch. Ja? Und das ist halt oftmals jetzt nicht so nach dem Motto, ja, wir trinken jetzt einmal einen Kaffee und das war's. Ja? Sondern da steckt halt viel dahinter. So. Und über das, dass es, ja, dass es diese Player gibt, die da einfach wirklich diese Werte, von denen ich vorher gesprochen habe, diese Qualität zum Strahlen bringen, ja, merken beim Unternehmen auch, hoppala, das würde ich gerne können. Ja, bei genauerem Hinschauen, und ich kann es noch nicht. Und wie komme ich denn im Endeffekt dorthin?
Also das Thema ganzheitliche Betrachtung in Richtung Kunde, vielleicht da anschließend, es wird ja gerne, und da hast du ja gerade einen Beitrag auf der Huffington Post USA platziert. Es wird ja immer gerne, Simon Sinek wird ja sehr, sehr schnell eingeführt, why, how, what, und du hast dort quasi seinen Leitsatz nicht negiert, aber einen neuen Aspekt reingebracht, indem du gesagt hast, nicht start with why, sondern start with what for, und arbeite dich quasi vom Kunden in Richtung von Aspekten wie auch New Work. Was steckt genau hinter diesem Gedankengang, und warum ist das aus deiner Sicht der logische oder das logische Vorgehen, was ein Unternehmen wählen sollte, wenn es kundenorientiert oder kundenzentriert sein soll? Mal so eine Grundfeststellung von mir, wo ich sowohl im privaten als auch im Job mit meinen Kunden so gemerkt habe, wenn ich jetzt allein auf dem Why stehen bleibe, ja, dann bewege ich mich um mich selber herum, und es geht ja eigentlich darum, ich möchte mich bewegen. Wohin? Wozu? Ich möchte den Sinn im Endeffekt ausrichten können und die Kraft damit. So, ja. Und das Zweite ist damit verbunden, auch aus meiner Erfahrung heraus, die ganzen Tools, die wir in unserem Alltag einsetzen, sei es im Job, sei es auch im Privaten, es wird eben auch alles kundenzentrierter, ja, sei es im Bereich, wenn du jetzt Chatbots siehst, als Beispiel im Endeffekt, da könntest du jetzt sagen, hey, pass mal auf, das ist im Endeffekt, ja, das ist eine Software, die abläuft im Messenger und so weiter, du kannst es, sprich, auf dieser funktionalen Ebene sehen. Im Endeffekt ist es aber so, es hilft quasi vorzuselektieren, wo ist eigentlich das Interesse, worum geht es hier eigentlich bei diesem Kunden. So, ja? Und genauso ist es, wenn du, der andere Bereich wäre jetzt, einer Bereich wäre Programmatic Advertising, was so aus dem Big Data Bereich kommt, um quasi Kunden zu erreichen. Ja? Das führt da dazu, dass wir unsere wie wir unsere Inhalte distribuieren, Möglichkeiten haben, besser zu targeten. Also besser die Menschen eigentlich zu erreichen, die wir erreichen wollen, rein theoretisch. So, ja. Das heißt, wir haben ganz viele Tools, die eben auch, wie wir vorher schon gesagt haben, darauf einzahlen, auf den Kunden. So, ja. Und im Endeffekt ist meine Erfahrung, wir haben nicht nur die Tools, sondern es ist ein sehr, sehr menschliches Prinzip. Technologie hattest du angesprochen, und Technologie hat aus meiner Beobachtung zwei Effekte, und zwar zum einen auf der Konsumentenseite, dass nämlich Konsumenten in eine sehr viel mächtigere Position gebracht werden, nämlich plötzlich Transparenz bekommen über Angebote, über Qualität. Wenn ich mir zum Beispiel den Hotelleriebereich anschaue, bekomme ich gerade über die Recommendation Sites bekomme ich einen viel besseren Blick über die Features und die Qualität eines Hotels, als es vorher der Fall gewesen ist, was dann auch wiederum Auswirkungen hat auf die Art, wie ich Werbung durchführe, weil klassische Hotelwerbung ist, glaube ich, nahezu komplett verschwunden und ist ersetzt durch diese Portale. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt wiederum als Unternehmen die Möglichkeit, diese Technologie für mich zu nutzen und die erzeugten Daten für mich zu nutzen, indem ich halt sehr individualisierte Angebote schalte. Das ist, sagen wir mal, der positive Effekt. Und zum anderen, indem ich auch durchaus manipulativ unterwegs bin. Wie bewertest du diese Effekte aus einer Unternehmenssicht, und was gehört aus deiner Sicht da für eine erfolgreiche Marketing- und Vertriebsstrategie dazu? Genau. Also es ist in dem Zusammenhang so, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass dann keine Werbung mehr gebraucht wird, ist ein absolut wichtiges Phänomen. Und es gibt auch die Ansätze, es gibt jetzt ein Buch, was von Robert Rose zum Beispiel rauskommt, Kill Marketing. Ja, es ist im Endeffekt genau der Punkt, wenn wir die Möglichkeit haben, dass quasi die Produktdienstleistung schon so transparent wird, ja, über das Web, über Bewertungen und so weiter, ja, also dass quasi die eigentliche Customer Experience im Endeffekt, das, was der Kunde tatsächlich wahrnimmt, ja, schon so transparent werden kann, ja, dann ist genau die Frage, ja, wofür brauche ich eigentlich noch Werbung, ja, wofür brauche ich eigentlich noch PR,
Ja? Und das ist eine absolut berechtigte Frage, weil im Endeffekt der Punkt dabei ist, wenn wir mal genau hinschauen, was denn auch wieder auf einer tieferen Ebene mit klassischer Werbung passiert, was passiert denn mit PR auf tieferer Ebene, so, dann ist Werbung ja eigentlich nichts anderes, als dass uns unterbewusst suggeriert wird, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. Ja? Beziehungsweise bei PR ist es so, dass du als Unternehmen mit einem Publisher, mit einem Medien zusammenarbeitest und dem dann weismachen willst, ich bin toll, damit du vermittelst dem anderen, ich bin toll. So. In dem Fall Plädoyer für Authentizität, oder? Ja, absolut, genau. Und das ist in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Thema, dass die Unternehmen wirklich in dem Sinne komplett einen Lernprozess gerade haben, im Zuge dessen, dass solche Bewertungen draußen sind und dass das alles transparenter wird, ja, auch authentisch zu kommunizieren. Und das ist, wenn ich jetzt auf dieser Ebene des Marketings arbeite, ist das so ein bisschen das auch, wofür ich sorge, für Authentizität im Endeffekt. Ja. Geht denn damit vielleicht da noch eine vertiefende Frage, weil du eben das Thema in deiner Vorstellung Social Branding angesprochen hast, also auch das Branding von Persönlichkeitsmarken. Beobachtest du einen Trend, dass die Bedeutung von Unternehmensmarken stärker in den Hintergrund tritt, als jetzt die Bedeutung letztlich von der persönlichen Marke bestimmter Personen? Du hast eben John Ledger angesprochen oder Herrn Zetsche. Würdest du sagen, das ist eine Entwicklung, die immer weitergeht, oder siehst du durchaus auch noch eine Dominanz von Marken wie zum Beispiel nach Google, Facebook etc.? Der wesentliche Part dabei ist, dass sich Unternehmen wünschen, über da diese Menschen wie John Ledger, der da eben eine Strahlkraft hat, oder allein das, was wie gesagt bei Dieter Zetsche und damit, die haben natürlich auch ihre eigenen Probleme mit Dieselgeld und was weiß ich was alles. Aber wenn du es siehst, ja, wenn du das liest, was da passiert ist, in dem Sinne, ich gehe nach außen, wie die Authentizität auf einmal zum Strahlen kommt, ja, wo die Leute dann sagen, hey, wow, das ist jetzt aber mal was anderes. Da hat er aber mal wirklich was gesagt, wo ich mich verstanden fühle. Ja, gibt es den ganz, ganz großen Wunsch bei den Unternehmen, das zu lernen. Und das dockt dann genau an die Themen an, die ich vorher kurz angerissen habe. Ja, wenn denn jemand im Unternehmen sozusagen eine solche Stimme bekommt, und es ist dann auch gut, wenn es nicht nur der CEO ist, der CEO ist wichtig, weil der muss das tragen, der muss das vorleben, aber es gibt zum Beispiel eine Vera Rogel bei Microsoft, der ihre eigentliche Aufgabe ist, dass sie für den Bereich Social Media operativ die Leitung hat. Ja? Aber sie geht auch wie ein Unternehmenssprecher quasi daneben nach außen. So. Und da ist dann der Punkt eben auch mit dabei, wenn du diese Fähigkeiten oder diese Personen im Unternehmen aufbaust, was hat denn das für eine Auswirkung auch intern auf die Zusammenarbeit und Rollen und Verantwortlichkeiten? Genau, vielleicht da mal einhaken, weil spannender Aspekt, also das Thema Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen durch die Nutzung von sozialen Kanälen. Also erstmal der Punkt, wie bewertest du diesen Trend? Und zweiter Punkt, was sind aus deiner Sicht gute Beispiele dafür oder Unternehmen, die das sehr gut machen? Der Kern der Sache ist, genauso wie ich dich jetzt gut spüren kann, als Marc Wagner, und du bist aber auch gleichzeitig Teil von Detikon, ja, ist dieser Effekt natürlich für, weil wir Menschen wahrnehmen immer mehr in dieser Zeit. Also darum geht's. Ja. Wenn ich jemanden habe aus dem Unternehmen heraus, der dann auch quasi als Mensch mit dem, was er tut, wahrnehmbar ist und das eine gewisse Authentizität hat, dann hat das eine Strahlkraft im Endeffekt. Wobei meine Beobachtung die ist, dass sich damit Unternehmen sehr schwer tun, also gerade große Unternehmen, die Mitarbeiter zu Fans des Unternehmens machen und damit zu Markenbotschaftern, das geht häufig verloren in, keine Ahnung, Konzernstrukturen und in einem recht geringen Engagement gegenüber der eigenen Firma. Also woran liegt das aus deiner Sicht? Und wenn du
ich befähige ja auch quasi Unternehmen und dass sie so nach außen gehen können. Und was dann genau passiert, ist zum Beispiel, dass allein, wenn ich jetzt sei es mit einem CEO oder einem Mitarbeiter an sowas arbeite, dann, ja, dass da ein unglaublicher Prozess bei ihm ausgelöst wird, bei den Mitarbeitern von ihm, als auch bei den anderen Teams. Ja, da entsteht eine Dynamik dessen, dass jemand eine Meinung im Endeffekt sich bildet. Und diese Meinung ist auch etwas, wo oftmals sich so nicht in PowerPoint-Charts, die sie haben, bezüglich ihrer strategischen Ausrichtungen der Einzelbereiche, sich wiederfindet. Ja, das heißt, es ist im Endeffekt, und dann gehen auch, je näher dann das Veröffentlichungsdatum kommt, sei es das Video oder ein Artikel, gehen ganz viele rote Lichter intern an. Ja, darf man das dann jetzt überhaupt, oder was heißt denn das eigentlich für mich? Was heißt das für meine Aufgabe? Was heißt das für meinen Bereich? Ja, als auch, du gehst dann nach außen und dann kommt das in diesem Fachmedium und es ist halt auch nicht nur, ja, wir haben jetzt rausgebracht die neue A-Klasse, sondern es ist, du erzählst etwas darüber, was dort gerade passiert, ja, dann passiert auch ganz, ganz viel schnelle Reaktion, zum Beispiel bei den Wettbewerbern, dass die dann sagen, hoppala, weswegen darf der das, weswegen darf ich das? Und da bist du schon wieder beim Change im Endeffekt. Lass mich da mal einhaken und ein bisschen konterkarieren, bewusst das, was wir am Anfang gesprochen haben, die Bedeutung des Themas Kundenzentrierung. Fehlt nicht vielleicht an der Stelle eher eine Mitarbeiterzentrierung? Es gibt ja so ein schönes Buch, Employees First, Customer Second, also sich sehr stark auf die Mitarbeiter zu konzentrieren und um die Mitarbeiter zu kümmern und die zu begeistern. Und dann kommt die Kundenorientierung quasi von selbst. Wie siehst du das? Auch gerade im internationalen Vergleich, wenn du dir USA und Deutschland zum Beispiel anschaust. Ich gebe dir zu 100% recht. Es ist in diesem Zusammenhang, ich sehe es sogar mehr als eine Menschenzentrierung, ja, um die es geht. Ja. Also klar, ich rede über Kundenzentrierung, aber im Endeffekt auch, wenn du genauer hinschaust, du brauchst den Mitarbeiter, ja, dass der überhaupt der Kunde besser erreicht werden kann. Und Mitarbeiter ist aus meiner Sicht immer auch Kunde. So, ja. Und da ist in diesem Zusammenhang genau auch wieder das Thema, was passiert denn da tatsächlich in den Organisationen? Was wird denn da so gemacht? Ja, da ist ganz, ganz oft Eigenwahrnehmung der Unternehmen im Vergleich zu dem, was die Mitarbeiter tatsächlich, wie es denen tatsächlich geht. Da ist eine große Diskrepanz. Die Mitarbeiter hätten durchaus Lust, mehr mitzugestalten auf diesem Weg. Sie hätten durchaus Lust, auch eine Stimme zu ergreifen. Was gerade in deutschen Unternehmen oftmals wahrnimmt, wo Leute teilweise sogar abgemahnt werden, wenn sie ihrem Chef widersprechen. Ja, das ist, und das, da sitzt in Deutschland noch ganz, ganz viel Potenzial im Endeffekt. Weil jeder hat im Endeffekt, auch wenn er noch so frustriert ist, eigentlich hat er Lust, einen guten Job zu machen. Eigentlich hat er Lust, auch etwas beizutragen. Ja, und gar nicht zwangsläufig aus dem Hintergrund heraus jemanden niederzumachen, sondern es ist oft ein menschliches Interesse, auch die Freude, was gemeinsam zu machen. Und da liegt ein sehr großer Schwachpunkt. Und in den USA noch abschließend, ja, es gibt tatsächlich Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten es von John Legere. Ich habe tatsächlich, da kommt auch ein Artikel demnächst von mir, ich habe den Mann so dahinter kennengelernt, den Chief Digital Officer, und die haben sehr, sehr klar es geschafft, den Mitarbeitern immer besser, das ist auch ein Prozess, die Möglichkeiten zu geben, die Strukturen zu geben und auch die Kultur einzuführen. Ihr tragt da dazu bei. Ja, wir wollen alle gemeinsam unseren Kunden erreichen, aber ich allein, als John Legere, ich allein als Chief Digital Officer, ich kann das gar nicht, sondern ich brauche euch damit dazu dabei, also muss ich zuallererst mal mich um euch kümmern. Genau, also stark ein kulturelles Thema und Empowerment in Richtung Mitarbeiter. Absolut. Vielleicht noch eine abschließende Frage, die noch einen etwas anderen Aspekt antriggert. Wir hatten in unserem Vorgespräch ja kurz mal über
die Renaissance oder die Bedeutung von crossfunktionalen Themen gesprochen. Also, dass es nicht mehr darum geht, eine Marketingfunktion alleine zu betrachten, sondern dass die Interaktion zwischen zum Beispiel Marketing und HR oder die Interaktion zwischen HR und Finance etc. Wo siehst du da die großen Trends für die Zukunft und insbesondere auch die größten Potenziale? Dass wirklich neben dem Thema, was wir gerade eben hatten, menschenzentriert, Empowerment, ja, ein ganz wesentlicher Faktor ist, weil wenn ich das jetzt allein auf die Wertschöpfung im Marketing anschaue, also dieser Teilbereich dessen, ja, wir hatten es gerade davon, dass es vielleicht mal irgendwann gar kein Marketing oder Werbung vielleicht mal mehr geben wird, so als ganz krasse Theorie. De facto ist es aber einfach so, dass unglaublich viel Potenziale brach liegen dadurch, dass bislang das in diesen Silos aufgehoben war. So, ein Großteil der Anfragen, die schnell kommen, bei mir kommt gerade aus Marketing und PR, müssen näher aneinander rücken. So, gerade in Zeiten von Social Media. Wo ist denn das eigentlich aufgehoben, Content? Ist das ein Marketing-Thema? Ist das ein PR-Thema? Wo hängt denn das eigentlich sozusagen? Ja? Und das eine ist dann zu sagen, ja, okay, dann fallen gewisse Rollen weg, die disruptieren sich sozusagen, ja, oder wir haben auch die Tools dazu. Das andere ist, und da steckt tatsächlich auch ein Kern meiner Arbeit, was ich vorher gesagt habe, mit Schnittstellen, ja, dass ich viel mit den Menschen in den Organisationen daran arbeite, Verständnis dafür zu schaffen, ja, wie sieht denn diese Schnittstelle auch aus, beziehungsweise was macht denn mein Gegenüber, wenn wir jetzt bei dem Bereich Marketing PR bleiben, was macht der denn da damit? Und ich glaube, dass da ein großes Potenzial auch mit drin liegt, und das ist wirklich, wie gesagt, das, wo ich arbeite, an diesen Schnittstellen zu arbeiten und auch zu sagen, das ist auch eine Art der Organisationsentwicklung, die wir machen können, da gemeinsam. Ja, das ist nicht nur so, dass wir da einen Prozesschart im Endeffekt machen und dann jetzt rein darauf gucken, hey, pass mal auf, wie effizient sind wir jetzt in einem Monat? Das ist ein längerfristiges Thema, aber das ist eine Entwicklung in den Menschen und die Organisation. Und da kann sehr, sehr viele Synergien daraus entstehen und auch eine Schlagkraft, wenn ich besser einander verstehe und besser aneinander andocken kann. Also jetzt am Anfang ein Schnittstellenthema und dann, wenn du das Buch Kill Marketing nennst, vielleicht zukünftig ein komplettes Auflösen von Funktionen. Das ist das Extrembild im Endeffekt. Das sind so die Bewegungen, die dort im Endeffekt stattfinden. Also wenn du siehst, gerade als Facebook zum Beispiel gekommen ist und Twitter, ja, da würde ein Unternehmen neben dem Bereich Media, der ganz oft quasi mit Media-Buchungen und Banner-Buchungen und Zeitschriften-Anzeigenbuchungen zu tun hatte, wurde dann eine Digital-Media-Abteilung geschaffen, so, die sich quasi um Facebook und so weiter kümmert. Heute ist zum Beispiel das in einigen Unternehmen so, das ist komplett mit dem Thema Social-Media-Inhalte verschmolzen worden in eine Abteilung. So, ja. Diese Grundfrage, allein, wenn wir bei dem Wertschöpfungsbereich Content bleiben, wo hängt das Marketing, PR und so weiter? So, du kannst sagen, ja, das, die Deutsche Bahn macht das zum Beispiel, wir legen das jetzt einfach zusammen, das ist eine Abteilung. Das klingt mal nüchtern sehr einfach im Endeffekt, ja, dann ist aber auch genau das Thema, ja, heißt es jetzt, okay, wir sitzen einfach physisch näher zusammen, oder ist das im Endeffekt nicht auch so, dass damit auch sich die Chance ergibt, was tun wir da eigentlich gemeinsam? Ja? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Und auch in dem Sinne, das Verständnis der Handwerkszeuge, die dort dazu beitragen, mit reinläuft. Ja? Ich kann für mich selber sagen, dass ein großer Schlüssel für mich daran bestanden hat, und das ist eben auch das, was ich weitergebe, ja, dass ich zum Beispiel gerade, und jetzt gehen wir mal weg von Marketing, ich war immer derjenige in den Jobs, der sehr, sehr gut es geschafft hat, mit der IT zusammenzuarbeiten. Warum? Weil es mich total interessiert hat, ein Grundverständnis davon zu bekommen, was tun die überhaupt? Und diese Menschen abzuholen dazu, auch was tue ich auch aus welcher Motivation heraus? Und dass dadurch aus diesem gemeinsamen Lernen voneinander
ein immenser Effekt entstanden ist, wir wollen etwas gemeinsam gestalten. Also quasi ein Plädoyer in gewisser Weise für mehr Ganzheitlichkeit und dann letztlich auch für mehr Generalisten in Unternehmen. Wenn wir das Thema haben, dass im Zuge von Artificial Intelligence und so weiter auch sich viel verändern wird an den Prozessen im Unternehmen, ja, über so technische Komponenten, wird sehr, sehr stark auch, glaube ich, darauf hinlaufen, dass wir als Menschen eben nicht nur rein diesen Blickwinkel haben können, ja, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, ja, ein Verständnis davon zu haben, ganzheitlich zu arbeiten und auch zu sagen, hey, da stehe ich momentan mit meiner Aufgabe im Marketing, aber eigentlich brauche ich die IT, so nach dem Motto, wie können wir jetzt zusammenkommen? Ja, und da wird, glaube ich, ein großer Erfolgsfaktor auch für Unternehmen drin sein, wenn sie die Mitarbeiter bekräftigen können, ja, wegzukommen von diesem Negativbild. Ein Generalist ist etwas Negatives, er kann gar nichts, ja, sondern genau in diesen Übergängen zu arbeiten. Also quasi ein Appell jetzt noch am Ende von deiner Seite, geht aus eurer Funktion heraus und lernt letztlich das Gesamtbild kennen. Genau. Es gibt passend dazu, Michael Brenner ist ein Amerikaner, mit dem ich mich sehr viel austausche. Der hat einen sehr schönen Artikel bei CMO.com neulich geschrieben, wo ein Appell ist an die C-Level-Leute, ja, gebt den Menschen in eurer Organisation, die ganzheitlich denken, Rückendeckung. Ja? Weil die, was die positiv beitragen da dazu, ja? Was die im Endeffekt über die Schiene Mensch in Bewegung setzen können, das kann ganz, ganz viel Strahlkraft haben. Und so denke ich auch. Das ist ein super Schlusswort, Johannes. Vielen Dank für die klasse Insights. Und ja, freue mich, dich dann bald nicht nur virtuell, sondern live in Farbe auf der nächsten Veranstaltung kennenzulernen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Dankeschön.